Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Mäkerlein. Und die da, komm rein, komm rein. So, die ist die ganze Zeit nur am Nerven. Das ist Susanna, die kennt ihr ja schon, die packt die Boxen. Ne? Sag mal guten Tag. Genau, geh arbeiten, los, auf. Ja, so werde ich vom Arbeiten abgehalten. Ich stelle euch mal kurz dahin. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bild von der Helligkeit her passt. Was mache ich gerade? Ich habe hier gerade die ganzen Enclosure-Teile vor mir. Die für das Enclosure 2.0. Ich sehe, hier steht gerade schief. Kleinen Moment. Oh, das muss ich mal gerade ein bisschen, naja, immer noch ein bisschen schief. So, so ist es hier gerade, genau. Genau, da bin ich jetzt gerade dabei. Ich habe da hinten das Enclosure soweit zerpflückt. Oder bin gerade dabei, es zu zerpflücken. Habe den i3 rausgerissen. Und bin dabei, wie ihr hier schön sehen könnt, erstmal den Support zu entfernen. Damit wir auch quasi nachher noch gleich mit den Dreharbeiten beginnen können. Also nach dem Vlog jetzt hier werde ich nochmal die Dreharbeiten für das Enclosure 2.0 starten. Ihr seht auch schon, das große Licht ist aufgebaut. Ich gebe euch mal eine kleine Tour, okay? Also ihr seht, dort ist das große Licht aufgebaut. Das leuchtet auch richtig schön hell. Da sind die Teile vom Enclosure 2.0. Die leuchten so richtig schön orange. Das ist jetzt hier, ihr kennt das Bluse Orange. Ihr wisst, wie giftig das ist. Da ist noch gar nichts, was ich hier auf dem Display sehe. Das ist normalerweise noch giftiger. Genau. Da ist der obere Teil vom Enclosure. Den zerlege ich gleich noch. Da ist der Basistisch. Da kommen dann später diese Teile hier dran. Die kommen dann da so auf die Ecke drauf. Blub. Ja, und dann kommen an alle vier Ecken kommen die Dinger drauf, werden festgeschraubt. Und hier haben wir den alten Basistisch, der bleibt auch, der wird quasi mit dem da drüben verbunden und dann kommt der oben drauf. Das heißt, wir haben nachher ein dreistöckiges Enclosure oder ein zweistöckiges, so wie das da hinten. Ja. Hier und hier kommen jeweils Löcher rein, da kommen Kabelzugänge rein, da habe ich jetzt, wo habe ich es? Diese Teile hier. Ja, stell scharf, komm schon. Genau, diese Teile hier, die kommen da rein. Die kommen also quasi so da drauf. Oder andersrum, muss man mal gucken, von unten. Die passen genau da rein und dann haben wir da zwei Kabelkanäle, zwei Kabelschächte, die von unten an den Bluse herangehen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall massig Platz und da kann ich dann auch durch einen Kanal die Absaugung durch reinlegen. Das bedeutet auch, dass dann der Bluse, sorry für das Geschockel, dann dieses Teil hier bekommt. Da kommt dann dieser Schlauch, der hier rumläuft, der kommt dann später in das Gehäuse rein. Und dann kann der Bluse richtig schön atmen, beziehungsweise die Luft wird schön innen drin gereinigt. Und das ist so das, wo ich heute den ganzen Tag dran arbeite. Und das ist, ja, also immer so zwischendrin. Ich habe natürlich erstmal in erster Linie für den Kunden gearbeitet jetzt den ganzen Tag und habe währenddessen noch die Drucker noch was drucken lassen. Der Mini hat mir noch ein Teil, was mir gebrochen ist, vom Voron nochmal neu gedruckt, weil ich ein bisschen deppert war und damit der Knipex ein bisschen zu schnell war. Und ja, daran arbeite ich gerade. Eine Sache noch. Nicht alles, was hier auf dem Tisch liegt, ist für das Enclosure 2.0 direkt. Zum Beispiel mal dieses Teil hier nicht. Dieses Teil hier ist quasi, muss ich mal gerade gucken, ja, das sollte passen. Ihr fragt euch jetzt, was zur Hölle zeigt die uns da? Was zur Hölle zeigt die mir? Was zur Hölle zeigt die mir da? Verdammt. Diese Teile hier kommen ans Display ran, diese kleinen Clipse, die kommen an die Halterung vom Display und dann wird das hier außen an das Enclosure dran geschraubt, vorne entsprechend, und dann kann man das Display quasi nach außen legen. Das heißt also, man braucht das Enclosure nicht aufmachen, um das bedienen zu können, das Display. Finde ich sehr gut, weil zum einen finde ich das nervig, weil ich immer die Tür aufmachen musste, ja, bei dem alten. Oder gerade jetzt, wo die eine Tür abgebrochen ist, finde ich, ist nicht toll. Ja, jetzt habe ich das da ein bisschen zu weit reingestochen. Ist nicht toll, ist alles andere als optimal, finde ich. Gerade wenn so eine Tür abgebrochen ist mit so einem gedruckten Scharnier, kann passieren. Und das ist halt super nervig. Und zum anderen ist es halt nochmal Elektronik, die im Gehäuse drin ist. Gehört es auch nicht rein. Und so, finde ich, ist das ganz cool gelöst, dass halt die Elektronik außerhalb sitzt und man jederzeit dran kann und auch diesen Bauraum nicht irgendwie nochmal so ein bisschen schockt,
indem man die Tür einfach mit einem Druck aufreißt, um nochmal die Druckgeschwindigkeit hochzustellen oder noch was anderes zu machen oder irgendwas in der Richtung. Oder mal vom Infoscreen in den Flow zu ändern oder sowas in der Richtung. Das heißt, man kann das Enclosure immer geschlossen lassen und es bleibt immer zu und ist immer schön mollig warm da drin. Darum geht es erstmal. Genau. Dafür sind die Teile, die kommen ans Display, das kommt an die Wand und dann kann man die Teile reinschieben. Dann, was ich schon gesehen habe, was mir gut gefällt, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich den Support schon entfernt habe. Hier, genau. Das hier ist zum Beispiel so ein Teil. Das kommt ja unten an so einen Tisch dran. Und was mir gut gefällt, genau, das ist das Richtige, ist, hier ist das Scharnier. Das heißt, das kommt wahrscheinlich so vorne links dran, ja, dass dann die Tür so aufgehen kann, ja, also so. Und bei dem alten Enclosure waren die Teile hier gedruckt. Also die Nupsis hier, die da reinkommen. Und das sieht jetzt so aus, als wenn da einfach eine Schraube reinkommt, eine Socket Head Screw da reinkommt. Ich kann es mal gerade so zeigen, ich hoffe, das klappt soweit. Da kommt eine Socket Head Screw rein, ja. Und dann ist das Ganze richtig schön, auch mit einem, bricht mit Sicherheit nicht mehr aus. Ja, also so ein Problem, wie ich jetzt beim alten Enclosure hatte, dass das Ding ausgebrochen ist halt, weil ich mal ein bisschen zu fest an der Tür gezogen habe. Oder weil ich versucht, ich habe nicht zu fest an der Tür gezogen. Ich war nicht garstig. Ich habe einfach nur den Deckel hochgehoben und dabei ist dann entsprechend, ja, egal. Problem war halt entsprechend, dass die Tür entsprechend unten ausgerissen war. Zeige ich euch gleich nochmal. Und da muss ich gerade nochmal ein bisschen Support rauspulen, habe ich gerade gemerkt. Na, ja. Die Arbeit habe ich jetzt auf jeden Fall vor mir. Ich zeige euch nochmal kurz, wo das bei mir ausgebrochen ist. Das kann ich euch relativ gut zeigen. Das ist nämlich hier unten. Na, zoom ran. Genau, da. Und da ist dieses Scharnier rausgebrochen, da steckt halt wie hier entsprechend dann der Flügel drauf, der die Tür festhält. Oben hält es noch, aber das hat halt das Problem, dass dann jedes Mal, wenn ich die Tür aufgemacht habe, ist die Tür rausgefallen. Das ist super nervig und auch absolut nicht förderlich, wenn man entsprechend mit diesem Drucker weiter drucken möchte. Ja, und das finde ich ist bei dem Enclosure deutlich besser gelöst. Ich muss mir gleich nochmal die Anleitung durchgucken. Ich werde jetzt erstmal, wie gesagt, da seht ihr jetzt noch ein bisschen Support dran. Das ist noch ein bisschen Arbeit, was man da noch machen muss, was man da noch reinstecken muss, damit man das Ganze vom Support befreit. Oder auch gerade nicht. und dann gibt es morgen entsprechend dazu. Ich liebe das Geräusch. Ich liebe das Geräusch. Am Anfang habe ich immer gedacht, nein, bitte nicht. Mittlerweile liebe ich das Geräusch. Ich habe nur Angst, dass ich jetzt gerade hier irgendwas unten drunter vergessen habe, irgendwie, dass da noch so ein Scharnier oder irgendwas drunter ist oder irgend so ein Nupsi, der da rausguckt, den ich mit abbreche. Ist aber nicht, Gott sei Dank. Ja, und dann gibt es morgen oder übermorgen. Ich weiß noch nicht, wie schnell ich den ganzen Dreh fertig bekomme. Das heißt, es kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe, dass wir das Ganze fertig machen. Und danach gibt es die nächste Nerf Gun. Das steht ganz, ganz oben auf meiner Wunschliste. Ich habe gesehen, die ersten Leute haben schon in die Kommentare geschrieben, welche Farbkombination sie gerne hätten. Also es war ja einmal, ich hole es nochmal. Es war ja zum einen so ein Rostrot-Grün, was ich ganz cool finde, weil dann kann man auch hingehen und solche Akzente oder sowas in Richtung drauf machen, wie mit Schwarz und mit Weiß. Dass man da so einen Mekorama-Schriftzug oder sowas baut, so einen Kreis draufpackt mit einem Mekorama-Logo oder sowas in Richtung. Finde ich eine ganz coole Idee, dann sieht es so ein bisschen Oldschool Kamikaze-mäßig aus. Passt, glaube ich, zur Waffe ganz gut. Zweite Farbwahl war ja hier das entsprechend mit dem Blau-Orange. Hat auch einer in die Kommentare geschrieben, dass er das ganz cool findet. Schwarz-Orange, wie beim Brewster, war auch eine Farbwahl. Und was war's noch? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich hab heute noch was gesehen. Translucent Blau mit Schwarz oder mit so einem Granit Metallic. Das sah auch mega gut aus. Also es war so ein dunkelgrau, so ein Anthrazit, aber Metallic. Ja? Sieht auch mega gut aus. Ich muss nur gucken, dass ich entsprechend die passenden Farben auch zum Teil in ABS bekomme, weil man bestimmte Bauteile in ABS drucken muss, wegen Stabilität oder sowas in Richtung. Ich muss gucken, wo ich die anderen Bauteile noch herbekomme, weil dafür braucht man auch noch entsprechend
ein paar Tubes, ein paar Rohre halt entsprechend als Mündung. Und dann hoffe ich, dass das, also auch Rohre, die entsprechend hier groß genug sind für die Darts, die auch entsprechend erschwinglich sind. Die Federn, die Spannfedern, die Druckfedern habe ich schon bestellt. Habe ich euch gestern, glaube ich, schon gesagt, ne? Ja. Und dann bin ich echt gespannt, wenn das Ding langsam Form annimmt, was ihr denn davon haltet. Ich finde das, aber ich habe schon Videos darüber gesehen. Habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ich bin schon echt gespannt drauf, weil das Geräusch, was das Teil macht, wenn es abschießt, ist einfach, boah, das ist Energie, das ist Kraft, das ist, boah, geil. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr die Videos alle nicht verpasst. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, wenn wir das Enclosure zusammenbauen. Ich gebe Gas, dass ich das bis morgen hinkriege. Und in diesem Sinne hoffe ich, hat es euch gefallen mal wieder. Das war wieder so ein kleines Update für zwischendrin. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bis morgen. Happy Printing.